Das ist der Marco Sommer auf dem Nebelspalten und heute habe ich einen ganzen, ich muss jetzt ehrlich sagen, einen verreckten Gast, den ich gar noch nicht so lange kenne, der Seki Bulgocu. Der Seki ist einer der bekanntesten Social Media Stars der Schweiz, das muss man sagen. Er ist extrem bekannt worden, eigentlich mit so ganz kleinen, sehr lustigen, muss ich euch wirklich sagen, sehr lustigen kleinen Filmchen. Wir wollen reden über seine Filme, wir wollen reden über seine Tätigkeit, wir wollen reden auch darüber, dass er jetzt wirklich ins grosse Fach wird wechseln, er wird einen neuen Film machen, einen neuen Schweizer Film, da sind wir wahnsinnig gespannt, über das reden wir. Aber zuerst würde ich gerne mal darüber reden, dein Humor. Weil dein Humor finde ich wirklich etwas ganz Verrecktes. Und ich sage jetzt das eben, jetzt sind wir alle immer, dass wir politisch korrekt sind, ich sage, wenn ich, also du bist Schweizer, ich bin Schweizer, aber du und deine Eltern sind von der Türkei in die Schweiz gekommen. Du bist ein sogenannter Sekondo und ich weiss nicht, wie ich mich so bezeichne. Meine Familie ist, glaube ich, irgendwie vor 300 Jahren mal gekommen. Wir wissen nicht, woher, aber ist ja gleich. Ja. Gut, jetzt sag mal deinen Humor. Wie würdest du den beschreiben? Mein Humor würde ich als eigen beschreiben. Völlig eigenständig. Und was ist eigen an dem? Ich versuche mich halt einfach immer mit meinem Humor so ein bisschen abzugrenzen. Immer die Leute so abzuholen, dass sie am Ende des Tages sagen, wie kommt er eigentlich auf den Gedanken? Also wie ist er auf das gekommen? Und ich schaffe das amix. Amix klingt mir das sehr gut und amix klingt mir das weniger. Aber am Ende des Tages geht es einfach darum, die Leute zum Lachen zu bringen. Wann kommen dir die besten Einfälle? Unter der Dusche, im Joggen, ich weiss nicht, im Laden? Meine beste Idee habe ich eigentlich immer dann, wenn ich nicht schlafen kann, so 2-3 am Morgen. Mhm. Dann fährt mein Hirn an von Zahnrädchen, fährt an von Drehen. Mhm. Und dann ja, geht der Zirkus eigentlich los im Kopf. Und dann meistens wache ich dann, also stehe ich auf, mache mir noch ein paar Notizen oder so, gehe an den Laptop am 3 am Morgen oder, und dann schreibe ich mir das Zeug auf und dann gehe ich gut drehen. Sollst du schon mal laufen zuerst ein bisschen und so, oder? Nein, ich liege im Bett. Das könnte ich überhaupt nicht, das finde ich jetzt wahnsinnig. Ich könnte nie am Morgen drei aufstehen und anfangen einen Text zu schreiben. Das würde mich anschiessen, könnte ich ja nicht. Nein, aber du hast die beste Idee so. Ja. Also schlafst du wenig? Ich schlafe sehr wenig, ja. Und wie schnell kannst du das einmal produzieren? Also früher habe ich einfach das Handy gezückt und dann einfach irgendetwas Dummes reingeredet. Mittlerweile organisiere ich vieles, organisieren, Outfits, vielleicht entsprechende Personen, Kameramann, Drehort oder Drehbewilligung sogar. Letztens habe ich mit dem Alabers etwas gedreht, ich habe mit der Basler Polizei etwas gedreht. Das wird auch immer aufwendiger, also, weil meine Ideen sind mittlerweile so abgespaced, dass ich halt einfach gewisse Sachen machen will, die man auch nicht erwarten würde. Hast du jemanden, der dir die Idee wie so ein testet, der dir nachher sagt, hey, Zeki, das ist eine scheisse Idee? Nein. Nein, du fängst einfach an. Und wie viel Zeug musst du einmal fortrühren von deinen Ideen? Es gibt so Tage, wo ich auch so 3-4 Videos gerade mache. Ja. Und dann, hey, manchmal klappen gerade alle Videos, manchmal nur 3 von 4. Ja. Dann ist das eine Video ist halt Erfahrung gewesen. Aber es ist jetzt nie so, dass ich sage, ich drehe jetzt nur ein Video am Tag und that's it, sondern ich versuche immer, an einem Tag so viel wie möglich zu produzieren. Und die Videos immer gleich lang? Ja, mehr oder weniger schon, ja. Aber hast du schon eine gewisse Flexibilität? Ich habe auch längere Videos, aber ich habe auch aufwendigere Videos. Ich habe nie eine Art Video, das ich immer mache. Ich habe auch schon mal an einem einminütigen Video haben wir mal 6 Stunden dran geschafft. Das war eine Titanic-Parodie, wo dann nachher auch Barbie Pate ausgespielt wurde, in den Cinemas, in den Kinos, wo ich auch sehr viel Geld investiert habe. Aber es kommt nachher wieder alles zurück. Die Leute sehen, okay, da ist wirklich eigentlich ein Aufwand. Das ist nicht nur einfach trocken Social Media Inhalt oder irgendetwas, sondern da sieht man wirklich, da hat man sich etwas überlegt. Und du sagst, das ist logisch, oder? Du bist auch ein Comedian, oder? Also bist auch ein Comedian, Social Media, wie sagt man dem, Influencer, aber eigentlich bist du ein Comedian. Eigentlich, ja. Und du sagst, das ist logisch, man will die Leute zum Lachen bringen. Aber merkst du, dass es eine gute Idee ist? Wie merkst du, was die Leute lustig finden? Hey, das ist. Ich glaube, wenn ich selber beim Konzept schreibe, anfange zu lachen, allein, dann weiß ich, das kommt gut. Ich lasse mir auch manchmal Zeit. Ich schreibe auch nicht nur an einem oben, sondern ich schreibe immer wieder mal dran. Und wenn ich merke, hey, da kann ich mir wirklich auch Zeit lassen und das kommt gut und so. Also weißt, ich lasse mir auch manchmal Zeit. Wie ein Tee, weißt du, musst erst ziehen, weißt du, und am Schluss probieren und dann schmeckt er. Was ich noch interessant finde, aber musst mich korrigieren, das stimmt. Mein Eindruck ist ein bisschen deine Figur, die du spielst.
Die ist ja jemand anders als du selber. Mhm. Und du tust immer so harmlos auftreten, weißt du? So ein bisschen, also, du redest sehr lieb und ruhig und eben so. Und nachher sagst du einmal Zeug und sagst, was? Was? Ja. Also, das finde ich wirklich sehr gut. Danke. Und gibt es Leute, die dann einmal sagen, du bist ein dummes Ich, du hast völlig übertrieben, tust du polarisieren oder sind die Leute alle zufrieden und sagen, du bist einfach ein guter Typ? Also im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, ich hole Leute eher ab, als dass ich sie ausgrenze mit meinem Humor. Mhm. Ich versuche nie zu verletzen, sondern ich versuche immer so im Rahmen zu bleiben. Und ich glaube, darum hole ich auch einfach die Leute ab, darum fühlen es die Leute auch und feiern mich. Weil ich nicht nur irgendwie Schweizer oder nur Ausländer, sondern wirklich alle zusammen kann abholen kann. Und jetzt zum Beispiel, ich habe die Anmachsprüche, kann ich schauen. Zum Beispiel, das ist wirklich, muss ich sagen, das ist unglaublich hart, oder? Und das machst du aber so. Ich finde es bewundernd, dass du nachher so gut kannst lachen mit diesen Frauen. Weil es ist so krass, was du dort sagst, oder? Ja. Und haben denn dort Frauen, ich meine, die jetzt hier waren, sind, haben alle positiv reagiert. Hat es Frauen gegeben, die auch sehr negativ reagiert? Eigentlich zum Glück nicht. Ja. Das ist halt dann auch immer so die Art von Humor, wo man sagt, dürfen wir das überhaupt noch? Aber wenn wir immer müssen alles tot diskutieren, was wir dürfen und was nicht, dann hat man eigentlich gar nicht mehr zum Lachen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die man halt auch muss anschauen. Aber klar, bei so Videos zum Beispiel frage ich auch immer die Erlaubnis, ob ich das überhaupt platzieren darf, ob das okay ist. Also nachher dann, oder wie? Klar. Aber ich finde... Wenn ich es vorher würde machen, dann wäre der Überraschungseffekt nicht da. Aber weißt du, das finde ich irrsinnig. Also ich habe jetzt gefunden, die Frauen, die haben eigentlich alle sehr gut reagiert. Oder? Die haben alle gelacht und haben irgendwie schon gemerkt, hey, ich weiß, vielleicht haben sie dich auch erkannt, natürlich, kann natürlich auch sein. Aber die haben alle wahnsinnig sympathisch reagiert. Ja. Und haben eigentlich aus meiner Sicht wieder so in der Leid. Oder man sagt immer, ja, Sexismus, ganz gefährlich, darfst du nichts sagen. Vielleicht stimmt das gar nicht. Nein, es ist wirklich ein schmaler Grat zwischen Humor und alles andere. Also weißt du, einer meiner besten Kollegen ist schwarz. Und ich habe auch schon mal so Sachen gehört, wie ich bin rassistisch. Also weißt du, wieso sollte ich rassistisch sein? Wieso sollte ich mit jemandem chillen, der eine andere Hautfarbe hat? Wieso sollte ich überhaupt Comedy machen, wenn ich rassistisch bin? Also weißt du, das macht alles so widersprüchlich. Und das Ding ist halt, ich glaube, heutzutage hat man halt wirklich so, jeder kann im Internet irgendetwas von sich geben. Und jeder hat irgendwie das Gefühl, er hat Recht oder sie hat Recht. Und irgendwie, man muss für alles sein oder man muss irgendwie gegen irgendetwas sein. Es ist ein mega schwieriges Thema. Also ich habe auch schon gewisse Erfahrungen gemacht, aber ich stehe halt einfach immer über dem und ich mache einfach mein Ding. Ich lasse mich nicht beirren von, keine Ahnung, das ist rassistisch, das ist sexistisch, das ist frauenfeindlich, das ist gegen Veganer und bla und blub. Weißt du, ich nehme mich auch selber hoch. Darum, ich glaube, es ist auch, also meiner Sicht ist es auch ein totales Dilemma für einen Comedian, weil ich glaube, lustig sind ja schon die Sachen, wo wir auch ein bisschen gerade an die Grenzen gehen von dem, wo es schon verletzend ist, oder? Aber man muss ein bisschen an die Grenzen gehen. Ich denke, oder? Generell als öffentliche Person musst du aufpassen mittlerweile, was du sagst. Das kann Musiker sein, das kann Schauspieler sein, das kann Comedian sein. Sobald irgendetwas sagst, kommt gerade so die Cancel Culture auf Twitter und sagt, ah, der hat das gesagt und oh, das geht gar nicht, dann müssen wir jetzt canceln. Hast du das schon erlebt? Ich habe das auch schon erlebt, aber so aus missverständlichen Gründen. Ja. Weil man mich in eine Ecke hat, weil ich schiebe von Homophobie. Obwohl ich auch Leute habe in meinem Umkreis, mit denen ich verkehre, die auch so in dieser Szene sind. Und das hat man dann nachher aber gerade bogen, mehr darüber geredet, Missverständnis aus der Welt geschafft und gut ist. Hast du das neueste Programm von Ricky Gervais geschaut? Ja, ich bekomme viele Sachen mit. Auch von, da musst du mal dir. Nein, das ist so auch krass. Auch von Dave Chappelle. Ja, das ist auch so. Auch mit der LGBT-Community. Es ist schwierig. Aber es ist eben, einerseits ist es schwierig und es braucht mehr Nerven, glaube ich, oder? Du musst stärker sein. Andererseits muss ich ein bisschen sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl, für den Humor ist nicht so schlechte Zeit. Weil wir sind eigentlich in einer frömmlerischen Zeit, oder? Die Leute sind Frömmler. Oder? Die Leute sagen immer, ich muss ganz ein Guter sein. Ich sage nie etwas Böses über Frauen, ich sage nie etwas Böses über Schwarze, ich sage nie etwas Böses über Schwule. Und dann bist du ganz, ganz vorsichtig. Und das ist eigentlich aber gut für den Humor. Weil du kannst schnell Tabu brechen. Das stimmt. Mach ja. Eben, das machst du. Wie weit würdest du sagen, ist ein Vorteil? Weil ich glaube, das ist ein Vorteil. Du bist ein Secondo. Also, du sagst Sachen, die wir älteren Schweizer teilweise uns gar nicht mehr trauen. Woher kommt das? Gegenfrage.
wir sind natürlich noch, wir sind noch viel weicher. Oder ich grundsätzlich glaube ich ja, jeder, der einwandert in ein anderes Land, ist eigentlich ein härter Sieg. Weil es ist viel schwieriger. Oder du hast eine neue Heimat. Du musst in eine neue Heimat kommen. Leute, niemand hat auf dich gewartet. Jeder gibt das Gefühl, du musst zuerst sagen, was du kannst, oder? Also also vor allem jetzt deine Eltern, du hast es wahrscheinlich nicht mehr so erlebt, aber wir wahrscheinlich auch. Und wir, die schon länger da sind, wir sind viel weicher und verwöhnter. Und deshalb sind wir natürlich auch sofort bereit, solche Dogmen sofort nachzuleben. Eben, ich persönlich will mich nie getrauen, am See rumlaufen mit Melonen und sagen, du hast auch noch schöne Melonen. Ja. Ich würde sterben. Ja, aber wir machen es einfach. Und wenn es gut ankommt bei den Leuten, dann ziehen wir weiter. Und wenn es nicht gut ankommt bei den Leuten, dann ziehen wir das Learning draus. Also weißt, ich habe auch schon Videos gemacht, die gar nicht gut angekommen sind. Ich habe auch schon ein Meme platziert, das auch zu einer Schlägerei geführt hat. Mhm. In Spreiterbach und in Tätigen. Mhm. Aber auch das, auch sogar dort von meiner Community und alle Leute können sagen, du bist ein geiler Sieg, du kannst nicht dafür. Ja. Jetzt haben wir über das geredet. Du bist von der. Deine Eltern sind Türken, sind da hingekommen. Ja, sie sind immer noch Türken. Sind immer noch Türken, sind sie nicht Schweizer geworden? Doch auch. Wenn ich dich frage, was bist du zuerst? Bist du zuerst Türk oder bist du zuerst Schweizer? Ich glaube, das kann man so gar nicht definieren. Beides. Ich bin Türk und ich habe einen Schweizer Pass. Ja. Aber das ist meine Heimat hier und ich habe mich hier integriert. Ich lebe hier. Mhm. Und ich renne für die Schweiz. Also ich mache Sachen, ich sehe mich auch ein bisschen, zum Teil auch als Kulturschaffender. Mhm. Ich mache Videos oder TV-Spots mit einem Italiener und mit einem Urner. Mhm. Und die Leute sehen das und denken sich einfach so, allein schon die Konstellation und allein schon, dass sie so etwas anbringen und so etwas zaubern, das zeigt den Leuten eigentlich, dass das Miteinander eigentlich möglich ist. Mhm. Und kein Verein oder kein, ich weiß nicht, wie es momentan in der Schweiz so aussieht, macht eigentlich so die Kulturarbeit, die ich momentan arbeite. Mhm. Du bist sicher ein Kulturschaffender im alten Sinne, aber ich verstehe, was du meinst. Du machst auch einen Beitrag zur Integration, genau. So meinst du es, gell? Genau. Was ich auch interessant finde, eben, das hast du wirklich gut gemacht, weißt, dass du nachher so eben bringst, einen Nidwaldner und einen Urner, genau. Die ja fast so lustig reden, wie eben man irgendwo das Gefühl hat, Türken reden oder so, oder? Das finde ich sehr raffiniert und du hast ja auch, und ich glaube, das haben ja die Menschen immer gern, wenn man selbst ironisch ist. Genau. Also wenn man so sagt, ja, ich stehe auch noch ein bisschen neben mir und kann auch über mich selber lachen, oder? Genau. Aber wenn ich dich frage, was nimmst du mit aus deiner alten Heimat? Was ist typisch türkisch? Ganz pauschal. Hey, ich nehm viele, vor allem, also wenn ich das verkörper, nehme ich viele altertümliche Sachen mit. Mhm. Ich habe eigentlich bürische Wurzeln. Ja, okay. Und ja. Das ist für uns halt normal gewesen, normal. Das ist einfach Alltag als Hirte. Mhm. Und das habe ich auch in der Kindheit so erlebt. Und das nehme ich auch in meine Videos rein. Ich bin zum Beispiel in Rüti einfach mit einem Esel rumgelaufen als Hirte. Keine Ahnung, ich habe es einfach so, in dem Moment habe ich es einfach lustig gefunden. Und Leute, weißt du, also vor allem so Kondos oder Türken und einfach so die Balkanländer, da ist es einfach so crazy. Mhm. Das ist lustig. Und das ist auch Heimat. Mhm. Aber humoristisch. Mhm. Es ist halt, ja, keine Ahnung, das bin ich. Und was ist denn typisch schweizerisch an dir? An mir selber persönlich? Ja. Bist du ein typischer Bünzli? Ich bin eigentlich schon, ich bin recht pünktlich. Bist du pünktlich? Ja, ich bin amix nicht, ja, bin ein bisschen kariert. Ich weiss nicht, dass man sich meine Kollegen fragen. Und putzen? Du hast gerne putzen? Nein. Wir sind gerne Männer, wir tun nicht gerne putzen. Ja, wir tun das Auto gerne waschen. Ich tue gerne aufräumen, ja, aber gut. Ich gerne putzen. Ja. Oder was würdest du sagen, ist typisch schweizerisch? Wenn jetzt einem Türken musst erklären, was sind die Schweizer? Wenn ich zum Beispiel einen Monteur würde bestellen in der Schweiz, der kommt um 10 vor 2. Mhm. Wenn ich einen Monteur in Türkei würde bestellen, dann würde ich mich einfach freuen, wenn er überhaupt erscheint. In 2 Wochen kommt er dann. So, das sind so Sachen. Klar ist es nicht so, dass Türkei in die dritte Welt also ist. Natürlich ist auch sehr modern. Aber es sind einfach solche Vergleiche, die ich ins Übertriebene ziehe. Obwohl es vielleicht auch nicht immer der Wahrheit entspricht. Du bist in Basel aufgewachsen. Basel hat ja schon immer relativ grosse Gruppen von Türken, aber auch sehr viele Kurden. Ja. Wie sind die behandelt worden in Basel? Wie war das aufgewachsen in Basel? Eigentlich zum Glück einfach, weil der Einzige, der bei uns Schweizerdeutsch geredet hat, in Kleinwinigen, war der Lehrer. Nein, das ist ja Wahnsinn.
Und woher sind die anderen Kinder gekommen? Hey, wir sind aus überall gekommen. Portugal, Italien, Spanien. Aber untereinander haben immer Schweizerdeutsch geredet, oder? Ja, Schweizerdeutsch geredet, ja. Ich habe kein Italienisch. Das ist Wahnsinn. Aber so, weißt du, wenn alle Ausländer Kinder zusammenkommen, dann ist eigentlich nur Frieden. Und dann hast du eine Lehre gemacht, oder? Ja, als Detailhändler. Was? Als Detailhändler. Und was für ein Geschäft? Coop. In Coop? Mhm. In Basel? In Rienachdorf, ja. Und hat dir das gefallen? Oder wie? Was ist denn die Erfahrung gewesen? Schwierig zu sagen. Es hat mir... Ich wollte jetzt nicht falsch sagen. Ja, gut, müssen wir aufpassen. Nein, ich muss gar nicht aufpassen, was ich sage. Also nicht dort durch, aber ich finde, man sollte unbedingt eine Lehre machen. Mhm. Aber wenn man eine Leidenschaft hat oder, oder sich zu etwas anderem berufen fühlt, dann sollte man dem unbedingt nachgehen oder nicht aufgeben. Mhm. Also sicher eine Lehre machen, sattelfest sein oder einfach etwas in der Hand haben. Aber wenn man wirklich ein Talent hat, dann sollte man wirklich dem nachgehen. Ab wann hast du das gemerkt? Bist du schon in der Schule lustig gewesen? Eigentlich schon. Ich habe das eigentlich im Blut. Ich habe das, hab das nie gesagt, ich wollte jetzt Comedy machen, sondern ich bin das immer. Und haben sie dich gerne gehabt oder haben sie dich einmal geplagt wegen dem? Ist ja immer so ein bisschen... Eigentlich eher lustig. Meine Erfahrungen sind eher so positiv gewesen. Aber das machst du halt einfach witzig unter den Schülern, weißt du, oder mit dem Lehrer oder wo auch immer, mit der Familie. Ich habe gerade letztens so ein Video angeschaut von mir in der Kindheit und ich bin nur am 90% vom Video bin ich nur am Faxen machen, am Sprüchli riss und meine Eltern haben dann gesagt, wir haben das nie gesehen, dass du jemals so den Weg willst, ist oder dass man das, also weißt du, das ist krass. Ja, das ist Wahnsinn. Also was machen deine Eltern beruflich? Also meine Eltern haben eine eigene Firma, eine Reinigungsfirma, super, also auch mit mehreren Angestellten. Ja. Und mein Vater ist noch Vorarbeiter bei einer Chemiefabrik. Also sie haben einerseits eine Firma und er ist noch gleichzeitig in einer chemischen Fabrik tätig. Genau. Und deine Mutter ist in der Firma und ist noch Hausfrau und Mutter gewesen. Genau. Also sie haben viel gearbeitet. Genau. Ich das und auch sehen sie, dass du viel arbeitest? Ja. Oder? Schon. Ich habe das auch von meinem Papi. Ich bin recht ambitioniert. Wenn ich etwas mache, will ich es richtig machen und gross machen. Und findest du es lässig, was du machst? Definitiv, ja. Ich bin sehr stolz. Ja, das ist, ich meine, das ist eine unglaubliche Leistung. Das ist wahnsinnig. Hast du noch Geschwister? Ich habe zwei, ja. Und was machen die eigentlich? Also die Ältere arbeitet bei der FIFA, Buchhaltung, und die Jüngere ist in der Pflege. Die ist nicht so happy in der Pflege. Ja. Da muss man auch sagen, die Pflege ist momentan, also nicht nur momentan, schon recht lange eigentlich ein recht schwieriger Segment. Aber ich muss jetzt sagen, ich sage jetzt das also so ein bisschen als Schweizer Patriot. Nein, ich meine, ich finde das aber gleichzeitig, finde ich schon, dort würde ich noch gerne wissen, was du findest. Ich finde das natürlich schon auch eine Leistung von dem Land, dass das geht. Oder? Dass du meine, das ist jetzt, du bist in einer Generation da und du bist ja verdammt erfolgreich. Deine Geschwister, die haben beide gute Jobs, oder? Ob sie jetzt immer zufrieden sind oder so. Aber das ist schon unglaublich, wie schnell das geht. Das stimmt. Hast du das Gefühl, das ist jetzt schweizspezifisch oder ist das in anderen Ländern auch so? Ich glaube, wenn du in der Schweiz wirklich hart schaffst und wirklich dran bleibst, dann kannst du auch wirklich... Dann kannst du dich auch entfalten. Ich denke, in anderen Ländern ist das sicher auch so. Ich habe jetzt nicht den Erfahrungswert von anderen Ländern. Ich weiß nicht, wie es in jedem Land zugeht. Vielleicht ist es auch in anderen Ländern schwieriger. Ich glaube, in Amerika ist es vielleicht nochmal ganz anders als in der Schweiz. Aber ich denke, wenn man in der Schweiz halt wirklich dranbleibt, dann kann man auch etwas aus sich machen. Aber klar, es ist, in der Schweiz musst du auch wirklich, hast auch viel mit Druck, Hektik, Stress und ja, das kommt auch natürlich auch dazu. Ja, und dann musst du pünktlich sein. Genau. Und jetzt hast du ein Riesenprojekt, jetzt willst du einen grossen Film machen. Und das ist ja eigentlich, also ich habe ja gar keine Ahnung, ich habe noch nie einen Film gemacht, aber für mich ist es ein bisschen ähnlich. Ich war Journalist und habe dann irgendeine Bücher geschrieben. Und die grosse Form ist schon unglaublich herausfordernd. Hast du einmal Angst davor, oder wie siehst du das? Angst vor was? Jetzt, oder? Jetzt machst du eigentlich immer kleine Filme. Und jetzt gehst du plötzlich auf einen grossen Spielfilm. Hast du nicht das Gefühl, kann ich das nicht? Nein, eigentlich habe ich gar keine Angst, ich freue mich eher drauf. Weil wenn man das so, ich mache das jetzt wirklich fast seit 10 Jahren. Und mein Leben spielt eigentlich in der Öffentlichkeit oder vor der Linse. Ja. Und ich mache nur Comedy-Sketches und ich liebe es. Und das ist jetzt für mich eigentlich eher so geil. Jetzt kann ich mal einen Film machen, jetzt kann ich mal wirklich zeigen, was ich kann. Obwohl ich das auch schon mache. Aber eben, wie du es gesagt hast, so in einem kleineren Rahmen. Und ich denke jetzt mit dem Film, mein mega geiles Team, mein geiles Dreibuch und ja. Erzähl, um was geht es eigentlich in dem Film? Was ist die Geschichte? Ohne zu spoilern, es geht eigentlich darum, der Film heisst Aku.
Also ankommen, oder? Ankommen, ja, genau, auf Hochdeutsch. Ja. Es geht ums Ankommen bei sich selber eigentlich in diesem Film. Und ich mache mich dort auf die Suche und nach dem Ankommen. Mhm. Und im Film geht es eigentlich um Heimat, um Liebe, um Integration, um Freundschaft, auch um Intrigen. Und es geht wirklich so um viele verschiedene Elemente, die dann zum Ganzen führen. Aber es ist eine Komödie. Und du spielst den Zeki in dem Film? Oder hast du eine andere Figur? Ja. Was bist du für eine Figur? Ich spiele eigentlich die Hauptrolle. Aber was ist das für eine? Ist das ein Buchhalter oder ist das ein Fußballer? Oder das will ich nicht verraten. Wenn ich ein Wort sage, dann interpretierst du vielleicht so viele Sachen in das rein. Mhm. Man muss einfach den Film schauen. Es ist eine Komödie mit einer Message und ich transportiere eigentlich so die Message. Und was ist Botschaft? Botschaft ist nachher einfach, dass man mit dem Film die Leute zum Nachdenken können bringen. Und nachdenken über was? Was soll jetzt nachdenken? Einfach über das Leben. Über all das, was wir haben oder was wir nicht haben oder was wir gerne hätten. Du bist 32 und ich bin 57. Das, eben, du stehst ja wie, bist du so auch schon? Eben, du bist 32, aber du stehst noch am Anfang vom Berufsleben. Und jetzt hast du vorhin gesagt, nachdenken über das Leben. Was ist denn wichtig beim Leben? Wichtig ist, dass man vor allem den Moment genießt und dass man nicht immer versucht, das machen viele Menschen. Menschen sehnen sich immer nach dem, was sie nicht haben. Und sie sind immer am Rennen, sind immer schon im nächsten Ding. Jetzt könnte ich. Und weißt du, halt immer so zu viel am Nachdenken. Statt einfach mal froh zu sein über das, was sie haben. Bist du sicher, dass das stimmt? Ich bin sehr sicher. Aber du bist ja jetzt auch einer, du säckelst jetzt auch, oder? Ja. Du würdest jetzt den grossen Film machen. Das ist ein Traum. Nein, ich rede für meine Leidenschaft. Ja. Ich liebe das, was ich mache. Es ist nicht etwas, was mich in eine Stresssituation bringt, sondern ich liebe, was ich mache. Und gleichzeitig freue ich mich halt einfach über all das, was noch kommt. Ja. Aber manchmal ist halt einfach so, der Mensch will halt einfach immer das haben, was er vielleicht nie könnte haben. Und es ist halt immer so in dem ja, das finde ich gut. Also, so in dem Negativspirale. Weißt du, ich finde es eben so ein bisschen ein Dilemma. Einerseits finde ich, hast du vollkommen recht, es ist ganz wichtig, dass wir realistisch sind. Genau. Dass ich weiss, ja, ich werde nicht mehr der beste Fußballer von Europa. Das schaffe ich jetzt nicht mehr, oder? Ja, ich meine, sicher ein Talent gehabt. Ich meine, es hat mehr so ein bisschen bezogen auf Zahlen. Mhm. Weißt du, Zahlen sind unendlich. Mhm. Und jetzt zum Beispiel mit Social Media kommt ja das Ganze oberflächlicher auf. Und wenn jetzt jemand 10'000 Follower hat und ich habe nur 500 Follower, wieso habe ich nicht 10'000? Oder wie komme ich an die Marke? Oder wie komme ich an das Geld, dass ich auch das kann machen kann? Weißt du, und dann kann ich ganz banal sagen, hey, du bist gesund. So, dir geht's gut, du hast einen guten Lohn. Und was ist jetzt? Ja, das oder ich fahre Ford zum Beispiel. Klar, ich fahre jetzt einen Mercedes, weil ich die Marke liebe. Mhm. Aber ich fahre jetzt zum Beispiel einen Mercedes. Der fährt zum Beispiel einen Lamborghini. Mhm. Und der Lamborghini-Fahrer sieht jemand mit einem Privatjet. Jemand mit einem Privatjet sieht jemand mit einer Villa und einem Helikopterplatz. Weißt du, es ist immer so das. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, aber ich bin nicht deiner Meinung. Ich lese nicht vor. Ich finde es vollkommen falsch, was du sagst. Findest du es falsch? Ja. Weil, ich finde es nicht. Weißt, das, was du sagst, finde ich, ist so ein Klischee. Wo wir das ist aber im reichen Westen sagen, du musst lernen, zufrieden sein mit dem, was du hast. Und du hast recht. Weißt du, hast schon recht. Mhm. Aber wir sind auch ehrgeizig. Und das ich glaube, das Leben ist eben auch, dass man wirklich immer wieder Ziele sich setzt. Das stimmt, aber nicht falsch. Man kann erreichen, aber man muss Ziele setzen. Oder? Heutzutage haben viele ein falsches Ziel. Das ist gut, ja. Was haben sie denn für Ziel? Was würdest du sagen? Es ist halt einfach alles so oberflächlich. Also jeder ist eine Kopie von jemand anderem. Weißt du, Kylie Jenner. Ja. Jede Frau will Kylie Jenner sein. Ja. Statt einfach sich selber zu sein. Ja. Das meine ich. Es ist halt immer so, dass... Ja, ja. Aber es gibt sicher viele Leute, es gibt sicher viele Sekunden, die jetzt wollen du sein. Ja, und wollen der Zeki werden. Nein, nicht. Eben, das ist ja super. Zeki ist ja wahnsinnig, 32. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich finde, es ist eine wichtige... So eine Gratwanderung. Wir brauchen ja Vorbilder. Definitiv. Oder? Das nicht falsche schon Vorbilder. Und in dem Film geht es um das? Nein. Aber vielleicht. Wenn du jetzt gesagt hast, Integration spielt eine Rolle in dem Film. Also du tust wahrscheinlich mit dem spielen, wo du auch, finde ich, eben in deinen Videos auch total gut spielst. Mhm. Die Mischung, der türkisch-schweizerische Bünzli. Das finde ich nämlich, also da kommt noch häufig raus. Ich finde zum Beispiel die Szene, wo euer Kind da ist, oder? Und dann ist Weihnachten. Mhm. Und dann ist es nie zufrieden mit dem, was er macht. Das ist einfach lustig. Und es ist eben wahnsinnig lustig, weil einerseits ist völlig klar,
Das ist Schweiz in den 50er Jahren, könnte das sein. Aber ja. Es stimmt eben nicht, weil die Lamborghini hat keiner in den 50er Jahren wollen. Genau. Und gleichzeitig weiss man ja auch irgendwo, du hast ja auch so einen türkischen Sound. Also es ist wirklich gut. Ja, ich spiele halt einfach so mit dem überspitzten Humor. Ich glaube, dass es in der Realität so extrem ist. Aber ich glaube, wenn man Kinder hat, dann sieht man das vielleicht noch ein bisschen anders. Wenn du mal Kinder hast, du hast noch kein Kind, oder? Nein, ich glaube nicht. Nein. Das weißt du noch nicht. Was würdest du mitgeben? Was findest du wichtig? Was haben deine Eltern dir am meisten mitgegeben? Wo du heute sagst, Gott sei Dank habe ich das bekommen von meinen Eltern. Liebe. Gut, aber das ist schon mal gut. Ja, das ist klar, das ist die halbe Liebe. Ich glaube, vor allem sich selber treu zu bleiben einfach. Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, ich muss jetzt selber mal Kind haben, um zu sagen, hey, so läuft das und so läuft das nicht. Du musst einfach ein bisschen schauen. Nein, ich habe von meinen Eltern eigentlich vieles bekommen. Und vor allem einfach, meine Eltern sind für mich halt auch einfach Vorbildsfunktionen. Ich habe vieles von meinem Papi eigentlich so mitgenommen. Auch viele Lektionen und auch ja, gute Sachen, gute Messages. Also das hart arbeiten, oder? Das tut mich jetzt, ja, ehrlich gesagt, oder nicht, oder? Und Selbstvertrauen, oder? Ja, einfach die Sachen, einfach die Werte. Und jetzt bei dem Film, wie geht es jetzt weiter? Ganz wichtig, das ist auch wichtig für die Zuschauer zu wissen, oder? Ihr seid jetzt am Geld suchen, oder? Also ja. Jeder, der den Film unterstützen will, bitte mitmachen, oder? Nein, ist wichtig, weil ich finde das eben auch ein irrsinniges, wie soll ich sagen, ein Projekt deswegen. Oder? Ihr macht das mit Crowdfunding und so weiter, ihr wollt möglichst viele Leute dazu bringen, dass sie das gut finden. Was sind die nächsten Schritte? Sind wir jetzt am Sammeln oder was läuft jetzt? Jetzt aktuell sind wir am Sammeln, ja. Also wir sind sehr gut unterwegs, aber wir sind natürlich froh um jede Unterstützung, um jeden Franken. Jetzt würde man sogar sagen, um jeden Rappen. Klar, ja. Aber der Film kommt so oder so. Aber das Crowdfunding wird uns noch mehr Drehtage ermöglichen. Und einfach dafür sorgen, dass der Film vielleicht auch noch mehr glänzt. Und den Film, wenn wollen wir denn anfangen drehen? Jetzt in dem Herbst? Oder? Jetzt, wenn es gut kommt, Ende Juli, Anfang August. Okay. So in diesem Zeitraum. Also Seki, dann wünscht dir alles Gute und mach das sehr gut. Und ich freue mich auf den Film. Bin sehr, sehr gespannt. Danke fürs Gespräch. Danke dir. Und wir sehen uns wieder, hoffe ich. Ja. Und das war vom Nebelspalter mit dem Markus Somm und dem Seki. Danke vielmals, macht's gut. Tönt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Und uns weiterempfehlen, selbstverständlich. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir auch anrufen und mit mir einen Termin abmachen, dann wir einen Kaffee trinken. Nein, Spass beiseite. Meint's gut, bis dann.